Einer erst vor 3 Monaten gegründeten Sondereinheit der serbischen Polizei ist nach eigenen Angaben an der Grenze zu Ungarn ein Schlag gegen den Menschenhandel gelungen. Im Beisein von Innenminister Alexander Vulin stürmten die Beamten ein wildes Zeltlager von rund 200 Migranten in der Nähe des Grenzflusses Tisa in Nordserbien. Dabei seien mehrere mutmaßliche Schlepper festgenommen und Waffen sichergestellt worden, hieß es. Es handelte sich um 3 Handfeuerwaffen, ein automatisches Gewehr, Messer und Macheten. Der Einsatz erfolgte 2 Tage, nachdem die EU-Länder Ungarn und Österreich gemeinsam mit Beitrittskandidat Serbien eine stärkere Zusammenarbeit bei der Eindämmung illegaler Einwanderung vereinbart hatten. Vor Ort sagte Innenminister Vulin, Serbien sei nie ein Gebiet für Kriminelle und Abschaum gewesen und werde dies auch niemals sein.